So, bam, neue Folge durchgeblättert. Es geht hier Schlag auf Schlag, wird aber auch nur eine kurze Folge. Wir nehmen uns nämlich nur kurz Mutterglück vor. Wie gesagt, das ist ein kurzes, kleines Abenteuer, 23 Seiten, wird es als Beilage geben in der Collectors Edition von Dämonikon. Deshalb auch dieses kleine Symbol hier. Kann man das so sehen? Das ist ein bisschen sehr hell, ne? Ja, also auf jeden Fall Dämonikon und so, dieses. Ja, eher düster angehauchte DSA-Spiel, das in den Schwarzen Landen spielen wird. Und das hier ist so eine Art Vorgeplänkel. So, schauen wir mal rein. Wunderschönes Cover, wie gesagt. Wunderschön? Ich habe letztes Mal gesagt, nicht so toll, ne? Ja, ist halt ein Cover, so. Naja, gut. Also, worum geht's? Und zwar, es geht um diese Dame hier, die hier auf dem Cover, auf diesem wunderschönen und nicht so schönen Cover abgebildet ist. Um die geht's. Die möchte nämlich einen neuen Körper für Borberat erschaffen. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie das denn? Borberat, der ist doch tot. Spoiler-Alarm. Ja, aber zur Zeit, wo das Abenteuer spielt, noch nicht. Denn es spielt irgendwann im Jahre 1011 Bosbarans Fall. Nach Bosporans Fall. Das heißt also etwa 25 Jahre vor der aktuellen Zeitrechnung. Wir sind nämlich schon im Jahre 1036. Ja, es geht los mit einer kurzen Vorgeschichte des Ganzen. Das Ganze dreht sich nämlich darum, die gute Frau Scharlachkraut braucht sieben Säuglinge, dementsprechend sieben Mütter, die von ganz bestimmten Leuten geschwängert werden müssen. Und diese sieben Säuglinge samt den Müttern müssen in einem schwulubulu, dark and gritty, fies Ritual getötet werden, damit so ein neuer Körper für den Dämonenmeister Borberat entstehen kann. Natürlich werden die Helden das verhindern. So. Wie werden die Helden in das Abenteuer gezogen? Das ist ganz einfach. Sie werden angeworben von einem Adligen, der nämlich seine Verlobte vermisst. So. Die Verlobte ist nämlich irgendwie verschwunden. Keiner weiß genau, wo die ist, und die Helden sollen herausfinden, wo die steckt. Und deshalb reisen sie auf eine kleine Burg in den Trollzacken, wo die gesuchte Dame eigentlich lebte, und stellen dann noch Nachforschungen an. So, kommen dann dem Ganzen auf die Schliche. Das ist noch gepaart mit einem kleinen Verwirrspiel. Und das Verwirrspiel ist eigentlich gar nicht so klein. Ich habe nämlich den entsprechenden Abschnitt zweimal lesen müssen, weil da sind irgendwie jede Menge Namen. Dann wird noch irgendwie hin und her getauscht. Da wird dann dieser Frau wird dann weiß gemacht, sie schläft mit einem ganz anderen Typen, dem wird auch weiß gemacht, dass er mit dem Fräulein Scharlachkraut zusammenkäme. Ja, also das ist alles höchst verworren. Spielt aber im Grunde gar keine Rolle. Also die Helden kommen halt dahinter, dass das Cosima ihren Verlobten, ja, nennen wir es mal, betrogen hat mit Serkal, einem Kultisten von Scharlachkraut, der eigentlich nur dahin geschickt wurde, um mit dieser Frau zusammenzukommen, mit ihr zu schlafen, das Kind zu zeugen und so weiter. Ja, um dann aber eigentlich von einem ganz, ach, lang, wie gesagt, lange Geschichte. Auf jeden Fall ist die verschwunden, weil sie einen gefälschten Brief bekommen wo ihr Geliebter sie bittet, ihm entgegenzureisen. So, und deswegen ist die abgehauen, nachdem sie sich von einem ganz anderen Typen hat schwängern lassen. Aber wie gesagt, im Grunde spielt das alle gar keine Rolle. Ich weiß auch gar nicht, warum das hier in dem Abenteuer drin ist. So, der Teil auf dieser Burg mit den Nachforschungen, der ist wunderbar offen gehalten. Ihr seht hier ganz viele kleine schwarze Augen. Das sind nämlich alles Hinweise und so, die man dann zusammenfügen kann, denen man dann durch Interaktion mit den ganzen NSCs nachgehen kann. Und so weiter und so fort. Das ist ein ganz cooler Teil in dem Abenteuer. Dann finden die natürlich auch noch diesen Brief und so weiter, und wissen dann endgültig, okay, hier stimmt was nicht, und können das Ganze dann aufklären, reisen dann hinterher in Richtung Ogermauer, ja, und können dann die Kultisten, die Entführer, stellen, ja, auf den
Ruinen der Ogermauer hier zu sehen. Ja, dann kommt es zu einem kleinen Kampf und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, alles ist gut, einmal so ein richtig schönes Happy End, samt maximal 100 weiteren Erfahrungspunkten als Belohnung für stimmungsvolles Rollenspiel. Das habe ich schon lange nicht mehr gelesen. So ein Blödsinn. Das ist der Hammer für stimmungsvolles Rollenspiel. Ich finde es super. Ja, oder andere Möglichkeit ist, dass der Typ, mit dem sich die Helden eigentlich vorher ganz gut verstanden haben, die Helden verrät, weil er ist halt immer noch im Herzen Kultist, ja. Und wenn dann sein Herrin auftaucht, dann kippt er halt um, ja, und verrät die Helden. So. Wenn man diese Variante wählt, dann werden die Helden betäubt. Irgendwie. Ja, und dann kommt man zum zweiten Teil des Abenteuers. Der spielt in einem alten, in den Ruinen einer alhanischen Festung in den südlichen schwarzen, in der südlichen schwarzen Sichel. Hier auch mit einer ganz netten Karte. Da werden die dann gefangen gehalten und gefoltert und kommen dann dahinter und kommen dann dahinter, was es mit diesem Ritual auf sich hat, was Azariel Scharlachkraut vorhat. Und verhindern dann das Ritual. Hier nochmal mit einer ganz netten Karte. Können aber nicht alle werdenden Mütter, sieben Stück sind sie an der Zahl, retten, sondern eben nur die Frau, für die sie eben hier sind. Samt ihrem im Idealfall Neugeborenen. So, die anderen sechs, ja, muss man wahrscheinlich draufgehen lassen. Zumindest ist es so vorgesehen laut Abenteuer. Dazu gibt es eine ganz nette ja, Folterszene. Dafür sind diese Tabellen hier gut, denn einer der Kultisten foltert die Helden mit ganz verschiedenen Instrumenten. Dafür gibt es hier diese nette Tabelle, in der man dann nachgucken kann. Hier zuerst kommt dann werden die Folterinstrumente nur gezeigt und danach gibt es dann eine Gerte mit Dornen. Danach kommen Daumenschrauben, dann ein glühender Schürhaken, eine Würgschraube, eine Streckbank, dann sogar die eiserne Jungfrau und so. Das verursacht halt alles Ausdauerschaden. Also hauptsächlich werden die gefoltert, die Helden, um an das Blut zu kommen, weil Blut ist ganz wichtig. Man braucht viel Blut für so ein düsteres Ritual. Man kennt das, ja, Jungfrauen und viel Blut, ist ja klar. Deswegen werden die eigentlich nur gefoltert. Also das geht jetzt nicht irgendwie darum, dass man jetzt großartige Informationen von den Helden sich erhofft. Das ist ja klar. So. Aber während der Folterung kann man sich auch noch mit seinem Foltermeister ja, naja, man kann ja seinerseits ein Verhör durchführen und Informationen gewinnen. Man kann, wenn man genügend, es gibt ja einen kleinen Mechanismus, also mit Überreden und so weiter, also wenn man gut genug überredet, kann man den Foltermeister sogar umdrehen, sodass er für einen arbeitet oder mit einem zusammenarbeitet, mit den Helden und dann dementsprechend Hilfe hat bei der Störung des Rituals und bei der Flucht und so weiter. Was mich jetzt an diesem Teil stört, der andere Teil ist völlig okay. An diesem Teil stört mich allerdings, dass davon ausgegangen wird, dass die Helden bis zum Schluss wirklich gefangen bleiben. Also Ereignisse während des Kampfes, die Helden werden entkleidet auf die Altäre gefesselt. Ne, also es wird davon ausgegangen, dass die Helden wirklich gefangen bleiben und dann sich im Laufe dieses Rituals erst befreien. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Vor allen Dingen, wenn sie ihren Foltermeister umdrehen, dann können sie ja schon vorher fliehen und ziemliches Chaos in dieser Ruine stiften, ja, ohne dieses Ritual überhaupt stattfinden zu lassen. So. Ja. Ansonsten, hier nochmal, also das war es, die Störung des Rituals und dann hat sich die Sache so. Ne? Hier nochmal ein paar Handouts und so, die wichtigsten NSCs sind beschrieben und dann sind wir auch schon durch. Warum dieses Abenteuer für 23 Euro bei eBay weggeht, kann ich mir nur die Sammler erklären. Ich persönlich finde es, ja, ich meine, gut, was erwarte man, ne? Das sind 23 Seitenheftchen für DSA, das heißt, etwa ein Viertel davon geht sowieso für die Hintergrundbeschreibung drauf, die im Grunde total überflüssig ist. Also kurz und knackig ist anders. Die ganze Struktur ist verwirrend. Ja, sie ist offen, aber verwirrend irgendwie. Und die Handlung ist, ja, ich meine, die Handlung ist okay. Ja, die ist für Aventurien sehr düster, das muss ich auch sagen. Ja, dass man da wirklich eben Leute nicht retten kann zum Schluss. Dass es da wirklich um Sex, Vergewaltigung und so geht, das ist schon ziemlich harter Stoff für Aventurien und überhaupt eigentlich für ein Rollenspiel, muss ich sagen.
Also da muss man wirklich genau abwägen, ob man das wirklich in seinem Aventurien so haben will. Wäre für mich jetzt nicht unbedingt was, muss ich sagen. Ja, aber als Beilage zu diesem Spiel sicherlich ganz nett. Und ja, so, 10 Minuten darüber geredet. Jetzt wisst ihr Bescheid, ob ihr jetzt irgendwie das Ding euch besorgen wollt oder so. Weiß ich nicht. Danke fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Bis dann, die nächsten Folgen kommen Schlag auf Schlag, wie gesagt. Ich bemühe mich. Bis dann.